Abendessen bei Basenfasten und bei basenreicher Ernährung. Das Abendessen spielt beim Basenfasten eine besondere Rolle. Es kommt auf drei Dinge an. So früh wie möglich, so wenig wie möglich und so wenig Schwerverdauliches wie möglich. Warum so früh wie möglich? Wir sagen ja immer so ungefähr 18 Uhr, spätestens 19 Uhr. Das ist für viele Menschen im Berufsleben extrem schwer, ich weiß. Wenn man nach der Arbeit noch in den Sport möchte und dann erst um 20, 21 Uhr nach Hause kommt. Trotzdem versucht das einzuhalten. Der Grund dafür, warum das so wichtig ist, ist einfach der, unser Stoffwechsel schaltet über die Nacht in den Backoffice-Betrieb. Das heißt, er muss Stoffwechselarbeit leisten, er muss Umbauarbeiten leisten, er muss Stoffe bereitstellen für das Gehirn, für die Verdauung, für die Organe, für die Gewebe, für die Muskeln. Und diese Arbeit kann er nur dann in Ruhe tun, wenn er nicht noch so viel zu verdauen hat von dem, was wir abends gegessen haben. Warum wir so früh auch essen sollen, hat damit zu tun, je länger wir diese Pause einlegen von Abendessen bis wieder zum Frühstück, umso länger hat unser Körper auch Zeit zum Detoxen, also zum Entgiften. Denn das, was der Körper in der Nacht tut, ist Entgiftungsarbeit. Und wenn wir morgens unseren Urin-pH-Wert anschauen, dann sehen wir, er ist sauer und das beweist die nächtliche Stoffwechselarbeit. Nun ist es so, dass die zweiten Themen, die ich gesagt habe, nämlich so wenig wie möglich und auch so wenig Schwerverdauliches wie möglich, genau damit zusammenhängen. Je weniger wir essen, umso weniger Verdauungsarbeit hat der Körper und umso leichter ist übrigens auch der Schlaf. Es ist also nicht nur der Stoffwechsel, der entlastet wird, wir schlafen auch besser, wenn wir weniger essen. Nun gibt es Lebensmittel, die sind schwerverdaulich. Was meine ich damit? Mit schwerverdaulichen meine ich einmal die Rohkost. Generell beim Basenfasten heißt es Rohkost ab 14 Uhr tabu. Finde ich, gilt auch dann, wenn wir uns basenreich ernähren wollen, weil auch da verdauen wir die Rohkost nicht besser, als wenn wir Basenfasten machen. Ist ja eigentlich logisch. Und wenn ich jetzt nun die Rohkost weglasse, habe ich schon viel getan am Abend. Wenn ich aber auch noch Lebensmittel wie beispielsweise die Pilze oder die Zwiebeln weglasse, auch die gelten als schwerverdaulich, ebenso Paprika, dann würde ich das Essen am Abend schon viel besser verstoffwechseln können. Nun höre ich schon den einen oder anderen sagen, ja, und ich vertrage aber auch das nicht und ich vertrage auch das nicht. Es ist in der Tat eine individuelle Angelegenheit. Also ich kann euch ein paar Empfehlungen geben, was meistens nicht gut verdaut wird, aber jeder hat so sein individuelles, was er abends gut vertragen kann. Mein Tipp ist der, achtet auf euren Körper, achtet darauf, wie ihr reagiert, wenn ihr abends noch eine Pizza esst oder wenn ihr abends etwas mit viel Zwiebeln esst oder Kohl. Manche vertragen auch Kohl nicht gut am Abend. Lasst es generell am Abend weg. Ihr habt so einen Vorteil beim Entgiften, wenn ihr abends nur noch etwas Leichtes esst. Und was ich bei der Gelegenheit natürlich auch ansprechen muss, ist das Thema mit den Kohlenhydraten am Abend. Wir wissen aus der neueren Forschung, dass Kohlenhydrate abends schlechter verdaut werden können. Das liegt unter anderem daran, dass die Insulinbereitstellung am Abend deutlich schlechter ist, als sie das am Mittag ist. Das heißt unterm Strich, wenn Basenfasten vorbei ist und ihr auch mal wieder Nudeln essen könnt, dann ist es ein großer Unterschied, ob ihr die Nudeln mittags esst oder ob ihr sie abends esst. Und da würde ich sie abends immer weglassen, auch die Pizza und übrigens auch Reis gehört zu den Kohlenhydraten. Ein Punkt noch dazu, was auch immer gefragt wird, sind die Kartoffeln. Es wird immer gefragt, ja, ich möchte ja Low Carb essen oder ich möchte abends keine Kohlenhydrate essen. Wie ist das, wenn ich Kartoffeln esse? Da ist nun die Erfahrung aus meinen 21 Jahren Basenfasten, wenn ich Kartoffeln esse und dazu kein Eiweiß, also auch kein tierisches Eiweiß, wie ein Schnitzel oder irgendwas dazu habe oder Käse überbacken, dann kann ich es besser verstoffwechseln, als wenn eben das Eiweiß dabei ist. Das hat ein bisschen was damit zu tun, was Herr Hay in seiner Haitian Trennkost damals entwickelt hat, als er gesagt hat, wenn wir Kohlenhydrat und Eiweiß zusammen essen, wird es schwerer verdaut und insgesamt auch saurer verstoffwechselt. Das war ja seine Theorie damals. Und das scheint in der Tat zu stimmen. Ich habe das nie nachgemessen, aber ich beobachte das bei all meinen Patienten und auch Basenfastern, dass wirklich es einen Unterschied macht, ob er die Kohlenhydrate allein isst, also in dem Fall die Kartoffel, oder eben nicht. Daher, sicherheitshalber, Kohlenhydrate abends eher reduzieren und achtet mal darauf, wie gut ihr schlaft,
und wie gut es euch wieder geht, wenn ihr Abendessen etwas runterfahrt.